Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge SnowRunner. Und Jan hat gerade neue Teile gefunden. Jo, ich fahre mal direkt rein dann, ne? Sofern ich da überhaupt hinkomme, because of Offroad und Upgrade-Standort. Verfügbar für den aktuellen Truck zum Beispiel. Also für den Fleetstar. Cool. Und was ist es? Fahrwerkerhöhung. Oh. Da fahre ich doch gleich mal hin. Tja, ich bin halt auch am Überlegen, aber das Ding ist einfach ohne Offroad-Bereifung. Ich weiß nicht, ob das so sinnig ist. Ich guck mir das auf jeden Fall mal an. Ja, viel haben wir ja für den sowieso noch nicht freigeschaltet. Eigentlich gar nichts. Nee. Doch, da erhöht. Ja, so viel höher wird er nicht. Ja, du kannst halt größere Reifen raufziehen, dass du dann noch mal ein bisschen höher kommst, ne? So, Holzbrücke. Jawohl, nehmen wir. Reifen habe ich. Straße, exzellent. Oh, da habe ich noch nichts freigeschaltet. Ist jetzt die Frage, mache ich das mit dem höheren Ding? Ich kann es ja mal ausprobieren, kostet mich ja erstmal nichts. Ich lege ihn mal höher. Ich repariere die Brücke. Ja. So, dann muss ich jetzt nochmal den anderen Kollegen holen. So, Annahme, Holzbrücke. Was wollte ich machen? Da. Ich wollte von dem GMC, glaube ich, ne? Genau. Den bergen wir jetzt. Zack. Hast du den schon was freigeschalten? Weiß ich nicht. Achso, wir haben schon den fetten Motor. Obwohl. Der andere ist nochmal. Ah, gut. Getriebe, Federung, Reifen. Ah, gut, die sind schnell. Ah, nee. Größere Reifen sind für den schon verfügbar. Aber ich glaube, ich gucke gleich erstmal, was so ein Haken kostet. Was für ein Haken? Naja, so ein Kran. Achso. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall meine Karre bergen. Oh, hier stehen ja schon viele Autos im Weg. Oh, Truck ist wieder heil. So. Wieso, wo stehen viele Autos? Nur aus der Werkstatt rauskommst. So, wie mache ich denn das jetzt im Anhängershop? Den. Was ist denn das? Was ich gerade drauf habe. Zeigt er mir das gar nicht an? Du hast gesagt, ich kann das abbauen. Wie kann ich das abbauen? Warte. So. Du gehst auf Individualisieren. Ach, in der Werkstatt. Ja, ja. Okay. Für welchen hattest du einen größeren Motor gefunden? War das nicht der CK irgendwas? AAT 52 Custom. Nice. Ich bekomme dann also doch die Customizing. So. Kann ich den jetzt höher legen? Nice. Der wird nicht viel höher. Für einen LKW ist das, glaube ich, schon heavy. Egal, geht rein. Ja. So.
Ach, da. Ach so, das ist rangabhängig. So. Rahmenzusätze, Pritschenaufbau. Genau, du musst jetzt halt deinen alten abnehmen und deinen neuen dann raufschmeißen. Ah, da. Abmutieren? So. Genau, und dann kannst du den bei fast beliebig jedem anderen damit raufhauen. Ach, da ist der Teleskopkran. Ab Rang 6. Okay, den kann ich da also nicht verbauen. Auslegekran. Ah, hier ist ein kleiner Kran. Der kostet 5.700. Aber frage ich jetzt nicht. Der große Kran. Schwerlastkran. Kompakter Selbstladekran. Ja, okay, damit kann ich dann ja wenigstens den Quatsch montieren wieder, den ich verloren habe. Oh, kostet aber ganz schön Gewicht, das Ding. Jetzt brauchen wir wieder den Fleet Star. Dann nochmal in die Werkstatt. Genau, dann kann ich den wieder abstellen. Dann kann ich Trucks. Scout. So, individualisieren. Genau. Rahmenzusätze. Das aktuelle Ding. Abmontieren. Und dann kann ich den Pritschenaufbau drauf machen. Geil. Gut. Ach, wir können ja nochmal kaktusmäßig ansprühen hier. Okay. Wie sieht das denn jetzt hier mit Felgen aus? Hitze isoliert. Ja, das habe ich auch noch nicht kapiert. Später. Kabinenschutz. Doppelhupe. Seitenschwellen. Ach, Trittbretter. Stoßfänger vorn. Heavy Duty. Standard ist dran. Abgeschrägt. Sieht ja schon geil aus eigentlich. Aber ich will dafür gerade kein Geld ausgeben, ne? Ne, mach ich auch noch nicht. Ich habe auch nur Lackierung darauf und dann ciao. Ja. So, dann... ich jetzt mal gucken. Wir brauchen Metallplanken. Hattest du den Kran jetzt gekauft? Nee, noch nicht. Soll ich mal eben? Ne, sonst kaufe ich den jetzt. Okay. Hier ist ja noch ein Hänger. Sind das Metallplanken? Ich bin jetzt verwirrt. Ah, dieses Teil passt nur zu dem aktuellen Truck. So, was möchtest du bitte? Hier draußen steht noch ein Hänger. Sind da Metallplanken drauf? Ist auf jeden Fall irgendwas mit Metall. Dann sollten es Metallplanken sein. Anhänger. Nee. Oder?
Fracht entladen, Fracht entfernen. Sag mir doch mal, was das für eine Fracht ist. Ups. Ja, doch, das sieht gut aus. Okay, er hat mir gesagt, das geht nur für den Truck. Stimmt aber nicht, den kann ich auf andere auch aufsetzen. Okay, gut zu wissen. So, welchen Weg müssen wir jetzt nehmen? Den müssen wir jetzt ja wieder gut planen. Wir müssen erstmal da hoch, ne? Oh, scheiße. Kommen wir da hin? Stimmt. Genau, Rahmenzusätze. Der Auslegerkran. Den will ich jetzt montiert haben. Gut. Raus mit dir. Das wird jetzt eine Herausforderung. Falsch rausgefahren, ich Ochse. Ach, es ist ja... Wäre ja noch schwerer mit rückwärts fahren, als ich sowieso schon kann. Egal. Oh, verdammt. Rückwärts fahren mit dem Hänger. Mit was für einem? Ja, einer, der noch mit einknickt. Ja, die sind eklig. Dann musst du erst immer ansatzweise in die eine Richtung drücken und dann in die andere gegenlenken. Und dann, ja, kommst du damit. Ich versuche eigentlich auch gerade einfach nur so zu drehen, aber auch das scheitert auf ganzer Linie hier gerade. Die Leute, also, lachen sich schon kaputt. Ich muss sagen, in der Realität finde ich es einfacher, mit den Dingen zu hantieren. Weil du siehst halt, du musst, wenn du einmal ein bisschen eingeschlagen hast, nur ein ganz klein bisschen machen, dann sofort gegendrehen und immer gerade gegenüber von dieser komischen Dingskupplung immer bleiben. Und dann fährst du immer schön den Kreis und dann kannst du anfangen, immer ein bisschen zu spielen. Davor, größte Schwulität überhaupt, leider. So, soll ich denn noch irgendwas mitnehmen von hier? War jetzt hier noch irgendwas gefragt? Nee, ne? Warte, ich helfe dir mal kurz. Nee, bin schon fertig. Was da hast du? Hast du eine Höherlegung drin? Ja. Ich glaube, die brauche ich auch für den Weg, den ich mir ausgesucht habe. Ich weiß ja nicht, wo willst du noch hin? Hier östlich, nordöstlich zum Lager. Die Ziegel holen. Ach so. Ja, das willst du mit dem Metall machen? Da habe ich gleich beides dabei. Wo sollen wir das Metall hin? Da ganz nach oben, da wieder in die... Ach so. Fabrik. Ja, okay. Ja, alles gut. Ich weiß auch noch nicht, ob das eine gute Idee war. Ich habe momentan so das Gefühl, nein.
Ja, das hier ist ein scheiß Schlammloch. Das nächste geht dann noch. Das wird schon. Schön wäre halt, wenn die Ziegel schon drauf wären. Wegen dem Gewicht. Soll ich dir das umsetzen? Willst du das lieber auf dem Truck haben? Geht das? Ja, weiß ich nicht, müssen wir ausprobieren. So, ich komme zurück. Wäre ja mal interessant zu wissen, ne? Muss ich irgendwas machen? Frage, ob ich diese Größe heben kann, ne? Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Wir sind gespannt. Ich sauf in der Zeit, ne? Naja, so mein. Hast du die Ladung lose gemacht? Wie mache ich das? Du drückst V. Ja. Und irgendwo steht Ladung lösen oder sowas. Oder Ladung. Fracht entladen oder entfernen? Entladen. Ja. Mit der Winde fest. Das will ich auch gar nicht. Also ich kann das nicht an dem. Okay. Ja, ich kann die Fracht auch nicht. Das Einzige, was ich mal probieren könnte, ist, ich mach mal auf Fracht entladen. Ja. Oder verladen kann ich. Verladen und entfernen. Entladen nicht. Nee, nur nicht entfernen. Alles, also nur nicht entfernen. Nachtanken? Nö. Ich kann die nicht lösen. Knapp mich ein bisschen. Oder muss ich weiter runter? Wird er dir das nicht eigentlich schon anzeigen mit so einem Haken, wie wenn du irgendwo im Lager bist und er sagt, ja, hier. Ich hab sozusagen diese ganz normalen Windenpunkte, weißt du? Mhm. Da kann ich überall anpacken halt. Aber das bringt mir ja nichts. Naja. Und wenn ich den Hänger mal abmache, vielleicht? Na, ist auch Blödsinn, ne? Keine Ahnung, musst du. Muss mal probieren, aber ich glaube nicht. Nee. Mach wieder fest. Jo, verlade und dann ist gut. Was, verladen? Gut. Bis denn, ne? Du fährst hier voll in meine Haken. Jo, bis denn, ne? Ey, du hast. Halt, du hast nicht verladen. Siehst du die Fracht? Ja. Was soll ich da jetzt sehen? Bei mir schwebt die Fracht hier in der Luft. Bei mir nicht. Ist sie bei dir am Dings fest, oder was? Ja.
Denkst du, ich fahre mit fliegender Ware los? Oh, das wird böse. Das wird so richtig böse. Okay, bei mir schwebt jetzt die Fracht hier in der Luft. Egal. Okay. Ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme. Natürlich, nur zur Lücke. Gleich kommt sie steckfest. Yep. Aber ich bin kurz davor. Nee, bau keinen Scheiß, ich will jetzt nicht wieder umdrehen. Ah, ich arbeite einfach mit der Winde. Ja. Immer schön an diesen Laternenpfahlen da halten. Oder Strommästen? Strommäste ist es, glaube ich, ne? Ja. Auch, ja. Boah. Das habe ich mir hier bloß ausgesucht. Snowrunner. Keine sichtbaren Punkte. Ja, komm schon. Du schaffst das. Und dann soll ich mit dem Scout kommen und dich da rausziehen, oder? Ach, das wird. Es dauert nur ein bisschen. Ja, alles gut. Ich kenn's ja selbst. Es wäre noch geil, wenn du irgendwie so ein kleines Räumschild oder sowas an irgendeinem Fahrzeug hast oder irgendwas ähnliches. Dass du zum Beispiel wie hier oben dann so ein bisschen die Steine und Geröll und so von der Straße nehmen kannst. Mhm. Oder eventuell Matschlöcher nochmal wieder zuziehen, glatt ziehen oder sowas. Oh. Nichts geht mehr. Ah, doch. Nein. Schon. Na, sag das Zauberwort. Ich komm vorbei. Nein, Mann. Oder doch? Ich weiß es noch nicht. Noch läuft irgendwie was. Er zieht sich halt hier. Guck mir das jetzt erstmal an. Er zieht sich hier halt gerade an so einem Baum hoch, der eigentlich schon liegt. Wenn du Glück hast, verankert er sich, ja. Komm schon, du schaffst das. Sind hier gleich raus. Oha, der ist wirklich heftig. Aber ich bin fast durch. Ich bin hier total verkrampft gerade an der Tastatur. Vielleicht bricht mir hier die Tastatur durch. Mann, was habe ich mir denn hier für einen Weg ausgesucht?
Ne, hier ist ja gar nichts mehr zum Festhalten. Jetzt nicht mehr, ne. Also aus dem Boden gerissen, oder? Das war schon so. Klar. Ohne Scheiß. Oh, warum macht er immer da? Na endlich. Er hat sich freigeboxt. Meiner nicht. Das kann ich vergessen. Na, ich ziehe dich da jetzt durch. Wo habe ich Platz? Links, rechts? Rechts. So, das wird jetzt sehr langsam nur gehen. Besser als gar nicht. Gibt's auch Gas da unten? Ja. Immer schön gerade lassen das Lenkrad, ne? Nicht hin und her lenken. Oder? Kostet nur Energie, brauchen wir nicht. Oder die brauchen wir anders. Ich habe wirklich einen beschissenen Weg ausgesucht. Ich wusste nicht, wie der überhaupt aussieht. Bin hier nur längs gefahren. Hast du überhaupt einen Lastgang drin? Ach, soll ich den Lastgang nehmen? Was? Soll ich den Lastgang nehmen? Ja. Differential auch? Ja. Ich bitte darum. Alles reinschmeißen, was du hast. So, jetzt habe ich auch wieder Grip. Nice. Alles slow. Kannst, glaube ich, aus dem Lastgang wieder rausgehen. Außer du willst dein Differential behalten, aber eigentlich ist das hier frei genug. Drückst du ab und zu F? Also kannst du dich auch ranziehen? Ja. Achso. Sonst würden wir hier manchmal gar nicht umkommen. Ja, aber deswegen bleibe ich halt immer stehen. Das wundert mich nur. Krass. Ja, liebe Leute, wie das ausgeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.